Neulich habe ich mich mit einer Freundin und Kollegin darüber unterhalten, wo wir uns ja Tipps holen, Ratschläge holen. Und dann fragte sie mich eben, ne, wo kriegst du denn so deine guten Ratschläge her? Oder zu wem gehst du, wenn du mal einen guten Tipp brauchst, einen guten Rat brauchst? Dann habe ich überlegt, ja, wo gehe ich eigentlich hin? Und dann haben wir so diskutiert, wer sind denn eigentlich gute Ratschlaggeber? Sind das unsere Familienmitglieder? Sind das Freunde? Sind das Kollegen? Und dann habe ich so für mich festgestellt, das sind ganz unterschiedliche Menschen. Und das, wonach ich suche, wenn ich einen wirklich guten Rat brauche oder wenn ich so, ja, mit so einer Entscheidung noch ein bisschen mich schwer tue, dann suche ich nach wertschätzenden Skeptikern. Das heißt, nach Menschen, die wahrscheinlich meiner Idee oder meiner Initiative durchaus skeptisch gegenüberstehen. Warum mache ich das? Naja, weil bei den Menschen, die zu allem Ja und Amen sagen, was ich so tue, ich meine, davon gibt es jetzt nicht wahnsinnig viele, aber bei denen würde ich ja gar nichts Neues lernen. Und bei den wertschätzenden Skeptikern, da habe ich ja die Möglichkeit, meine Idee und meine Initiative nochmal so ein Stück weit abzuprüfen. Das heißt, wenn Sie eine Idee haben, wenn Sie was machen möchten, wovon Sie vielleicht noch nicht hundertprozentig überzeugt sind oder vielleicht sind Sie ganz, ganz, ganz überzeugt, aber Sie wollen nochmal überprüfen, ob das auch wirklich alles stimmig ist, dann suchen Sie sich einen wertschätzenden Skeptiker. Suchen Sie sich jemanden, der nicht zu allem Ja und Amen sagt und der Ihnen die Möglichkeit eröffnet, nochmal ja, von einer ganz anderen Sichtweise, von einer anderen Perspektive auf Ihre Thematik drauf zu gucken. Jemand, der Ihnen kritische Fragen stellt, sodass Sie selber nochmal überprüfen können, habe ich die richtigen Argumente, bin ich selber wirklich überzeugt, ist es das, was ich wirklich machen will. Solche wertschätzenden Skeptiker, wie ich sie nenne, gibt es nicht so wahnsinnig viele. Und manchmal sind es unterschiedliche Menschen, je nachdem, um welches Thema es geht. Aber ich glaube, dass es sehr wertvoll ist, sich an verschiedenen Stellen genau diese nicht-ja-sagenden Ratschläge zu holen. Denn sie helfen uns einfach nochmal auf den Grund der Themen zu gehen, nochmal aus anderen Blickwinkeln drauf zu gucken und zu überprüfen, ob das, was wir uns da an Gedanken zurechtgelegt haben, wirklich valide und gut ist. Umgeben Sie sich mit wertschätzenden Skeptikern in den verschiedenen Bereichen Ihres Lebens. Ich bin Stefanie Voss. Wenn Sie dieses Video hier irgendwo im Netz gucken, gehen Sie rüber, gehen Sie auf www.leaderonmyship.com. Dort finden Sie weitere solche Videos und dort gibt es auch einen Link zu meinem Coaching-Programm. Leader on My Ship heißt auch das. Es findet mehrfach im Jahr statt als Online-Coaching-Format und ich freue mich, wenn Sie sich auch darüber mal informieren. Last but not least, Leader on My Ship gibt es auch bei Facebook. Und auch da freue ich mich natürlich sehr über Ihre Likes. Und wenn Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie mir einfach eine Mail oder kommentieren Sie Ihre Frage, Ihre Kommentare im Kommentarfeld unter diesem Video. Bis bald, halten Sie das Steuer für sich immer fest in der Hand.